Der Sparverein Wirtshaus zum Wurmerl veranstaltete auch 2015 wieder die Fackelwanderung. Treffpunkt wie immer die Landwirtschaftsschule Hafendorf. Und wie immer haben sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer auch gut darauf vorbereitet. Werden Sie die Stirnlampe heute brauchen? Ich glaube, werden wir sicher brauchen. Ja. Ja, dass ein bisschen Licht wird. Wie oft sind Sie bei dieser Wanderung schon mitgegangen? Heute zum ersten Mal. Und was glauben Sie, was Sie erwartet? Ein weiter Weg. Und es wird ein bisschen nass werden, glaube ich. Die Stimmung ist gut, der Humor ist stets mit dabei. Ihr habt ja die Fackel noch gar nicht angezündet. Wir brauchen, dabei haben wir genug Licht. Wir sind nicht schon eine Stunde unterwegs für ein paar Schlurgassen. Ihr geht den Weg also zweimal? Jetzt gehen wir noch eine Stunde da rein, ja. Ist das eine lustige Sache, so eine Wanderung? Ja, sicher. Darum waren wir, sonst waren wir nicht da, wenn es nicht lustig war. Bevor es losgeht, gibt es noch wärmende Getränke. Ja, können wir. Braucht man sowas? Das habe ich auch. Warum? Ja, weil es kalt ist. Dass es nicht kalt wird, sagen wir es auch. Da muss ich ja vorbauen. Die Wurmerl-Fackelwanderung gilt ja schon viele Jahre als Neujahrsauftakt. Das ist wie alle Jahr. Am zweiten Freitag im Jänner die Fackelwanderung. Heuer haben wir, wenn es ein bisschen dort, hält es das Wetter aus. Es nieselt zwar ein bisschen her, aber mit einem bisschen Glück kommen wir schon durch eine alle. Zwischen erwartet uns natürlich die Labestation. Und dann anschließend das gemütliche Zusammensitzen beim Wurmerl. Natürlich bei einer guten Jause, versteht sich. Es soll ja die Gaumenfreude nicht zu kurz kommen. Dieser Weg, der heute gewandert wurde, ist ja eigentlich das ganze Jahr über ein allseits beliebter Wanderweg. Stimmt das? Das ist eigentlich der Weg, der was genutzt wird. Es geht über den Höhlenweg, es geht über die Bölschen. Die meisten gehen natürlich über den Döllerkram rein. Aber da geht es eine Dreiviertelstunde und das passt für die Pensionisten oder auch für die Jungen mit den Kindern etc. Es passt eigentlich für alle. Dass der Wurmerlwirt im Jahr 2015 noch Großes vorhat, steht außer Zweifel. Besonders das zum 10. Mal stattfindende Oldtimer-Treffen sei hervorzuheben. Wirtshaus Wurmerl, von Mittwoch bis Sonntag ab 10 Uhr geöffnet, ganztägig warme Küche, Montag und Dienstag Ruhetag, außer Feiertags. Der nächste Frühling kommt bestimmt. Nur kurze Zeit. Winterrabatt auf alle Aluminiumprodukte bis Jahresende bestellen und Rabatt kassieren. Balkone, Tore, Zäune, Wurm, weil es um Ihr Zuhause geht.